Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier This War of Mine. Ich habe vor einiger Zeit schon einmal das Spiel gespielt, habe es auch durchgespielt, ein Szenario. Aber ihr seht jetzt hier, es gibt eine ganze Menge neue Szenarios. Ich habe damals Katja, Bruno und Pavel gespielt. Hab's, wie gesagt, auch beim ersten Mal durchgeschafft. War sehr überraschend. Und vielleicht kennt ihr es ja noch. Wenn nicht, dann heiße ich euch willkommen zu diesem Spiel. Es ist traurig, es ist nicht sehr schön. Jetzt nicht grafisch, sondern von dem, was passiert. Aber vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Mir macht sehr viel Spaß. Es ist eben so eine Art Survival-Spiel. Und wir übernehmen da die Rolle oder mehrere Rollen von Überlebenden in einem Bürgerkrieg, der in der eigenen Stadt stattfindet. Und die müssen sich eben irgendwie am Leben erhalten. Das ist neu. Boris, Emilia und Marin. Die kenne ich alle drei nicht. Ja, ich habe übrigens mal ganz kurz hier geschaut. Es ist ja auch The Little Ones. Das ist der DLC. Da gibt es auch Kinder und das ist echt, echt fies, weil man muss dann Christo und seine Tochter Ishkra spielen. Und das habe ich nicht lang durchgehalten. Der Vater ist leider sehr krank geworden und dann, nee, ich will nicht mitkriegen, wie das Kind stirbt. Deswegen, das ist richtig schwer, die Kampagne. Machen wir das. So, die kenne ich nicht. Einfach mal rein und durch. Also damals die drei, einer konnte kochen, einer konnte sehr schnell rennen und sie konnte sehr gut handeln. Bin mal gespannt, was die jetzt drauf haben, die drei. Manche sind auch sehr nutzlos, muss man sagen, von den Talenten leider. Aber was willst du machen? Die müssen ja auch irgendwie durchgefüttert werden, nicht? Ja. Also wenn euch jetzt schon der Grafikstil abschreckt, ich muss euch sagen, es wird nicht schöner. Aber ich finde es eben sehr stimmig. Es ist sehr traurig, sehr trist. Und so will das Spiel aber auch sein. Es will nicht die schönen Seiten des Kriegs zeigen, sondern wirklich, was passiert, wenn man als normaler Mensch in Kriegshandlungen reinschlittert und nicht mehr rauskommt. Weil das Militär, die Regierung hilft einem einfach nicht. Monatelange Bombardierung hat aus diesem Teil der Stadt ein Meer aus Ruinen gemacht. Während die meisten Menschen geflohen sind, um Schutz im Viertel zu finden, die besseren Schutz gegen Scharfschützen liefern, ziehen die verlassenen Wohnhäuser diejenigen an, die sich weniger glücklich schätzen dürfen und sonst nirgendwo unterkommen können. Marin verlor alles in einem Feuer, das seine Werkstätte zerstört hat. Boris und Emilia hatten einst Familien. Nun sind beide einsame Überlebende. Sie erreichen das Haus, das immer noch etwas Schutz vor der Witterung bietet und entscheiden sich dafür, gemeinsam auszuharren, bis die Belagerung ein Ende findet. Ja, die drei hat es einfach zusammengewürfelt und wir müssen jetzt gucken, dass wir den Karren aus dem Dreck ziehen. Einmal haben wir Boris. Er ist leider Raucher. Heißt, ohne Zigaretten wird er wahrscheinlich irgendwann nervös oder traurig. Ich bin kein großer Redner, nur ein gewöhnlicher Typ. Im Lagerhaus habe ich in der Spätschicht Sachen eingeräumt, meistens per Hand. Das war Schwerstarbeit, aber ich war schon immer sehr stark, sogar als Kind. Jetzt ist dieser Ort Geschichte. In Schutt und Asche gelegt, genau wie mein Haus. Die Trümmer zerschmetterten meinen Fuß, er ist wieder geheilt, aber noch etwas steif, deshalb kann ich nicht so schnell laufen. Aber ich kenne niemanden, der so viel tragen kann wie ich. Okay, er kann viel tragen, das ist gut. Sie ist eine talentierte Anwältin. Naja gut, was ihr das jetzt hier hilft. Mein Vater war ein pragmatischer Mann. Er hat uns ständig an die Wichtigkeit von finanzieller Absicherung erinnert. Deshalb bin ich Anwältin geworden, so wie er. Meine Schwester sollte Ärztin werden. Als der Krieg ausbrach, hatten wir viele Ersparnisse auf dem Familienkonto. Die Währung hat aber sehr schnell an Wert verloren. Die Banken waren geschlossen und wir hatten kein ausländisches Geld. Innerhalb weniger Tage waren wir arm. Und sie ist Kaffeetrinkerin. Und sie ist schon krank. Oh Gott, krank ist ganz fies am Anfang. Und es ist sehr, sehr kalt, habt ihr gesehen. Ja, und Marin ist Kaffeetrinker. Auch das ist leider nicht so toll. Ist etwas kaputt? Ich kann es reparieren. Liegt hier nutzloser Abfall herum? Ich kann viele nützliche Sachen aus Schrott machen. Und ich verschwende keine Materialien. All diese Teile, Holzstücke, Kunststoffröhren und alle anderen Sachen. Ich weiß, wie man Werkzeuge, Möbel, Herde, Heizgeräte und so weiter herstellt. Wenn ich genug Zeit erhalte, kann ich diesen Ort in ein richtiges Zuhause verwandeln. Ich wünschte, es wäre mit meinem auch so einfach. Ja, am Anfang dürfen wir übrigens keine Zeit verlieren. Da gilt es ein bisschen schnell zu machen. Weil, ich komme noch darauf zu sprechen. Also man hat hier einen Tag- und Nachtmodus. Am Tage muss man sich um seine Behausung kümmern, dass da alles läuft. Man hat, wie gesagt, so eine Art Wirtschaftssystem. Man muss Sachen plündern. Darauf komme ich auch nochmal zu sprechen, was die alle wert sind und was die bringen. Für was man die braucht, das seht ihr dann sowieso. Und, man muss halt einfach dafür sorgen, dass die Leute überleben.
Ob man dabei sehr skrupellos vorgeht oder barmherzig ist und dabei auch mal einbüßt, muss man selbst entscheiden. Ich bin wahrscheinlich eher der einbüßt und dann Probleme kriegt. Weil die Leute Hunger haben und abnippeln auf diese Art und Weise. Das ist mir leider beim ersten Mal auch passiert, aber ich kann es halt nicht gemein spielen. Ich weiß, es gibt einen Charakter, der kann sehr gut mit Waffen. Und wenn man dem ein Messer gibt, dann wird das ein wahrer Ninja. Der kann sich dann in den Schatten verstecken und kann die Leute aufschlitzen. Einmal so die Kehle durchschneiden. Der ist halt... ist halt gelernter Soldat. Ach, warte mal. Ist er der Handwerker? Ja, mal... Marin, geh mal kurz runter, bitte. Muss mal kurz gucken. Weil hier hat man die Werkbank. Da kann man... Das ist sozusagen der Grundbaustein für alles. Und da kann ich jetzt erstmal gucken. Ja, und ich friere natürlich alle. So, hier kann ich ein Bett bauen, einen Stuhl, einen Ofen. Den habe ich aber schon. Ein Radio, eine Kochplatte und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Ich kann es schon verbessern. Das ist sogar sehr gut. Aber ich glaube, ich baue erstmal eine Werkstatt, eine Metallwerkstatt. So. Weil, ihr seht es ja, die buddeln jetzt da alles mit Händen, diese Trümmerhaufen. Diese Trümmerhaufen, die kann man mit Schaufeln ganz gut wegbekommen. Aber die muss ich halt erstmal herstellen. Die findet man leider auch nicht irgendwie so rumliegen. Die sind alle immer handgemacht. Hätte ich jetzt eigentlich auch so durchkommen können. Ist ja egal. Und ja, hier seht ihr schon mal, das ist alles... Also Schlösser, die muss man knacken oder auch anders öffnen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch das Werkzeug dazu bekomme, weil Schlösser und Dietrich, der geht nach einem Mal kaputt. Das ist echt, echt doof. Ach, ist schon. Ja, sehr gut. Ich habe schon das Brecheisen. Ist wichtiger als die Schaufel, finde ich, weil wir können ja mit den Händen ausbuddeln. Und wenn wir jetzt das Brecheisen haben, dann, ja, kann ich schon mal die Schränke hier aufmachen, weil es gibt einige Schränke, die mit Brecheisen gesichert sind, oder mit Schloss gesichert sind. Und am ersten Tag ist es erstmal sehr wichtig, dass man alles beisammen hat, um sich ein bisschen Grund zu versorgen. Weil in der Nacht, da wird es auch wieder interessant, aber wenn ihr es noch nicht kennt, das will ich jetzt nicht verraten, das sehen wir dann noch. Ich werde schauen, dass ich die Parts auch in Zukunft immer Tag-Nacht mache. Also ein Part ist ein Tag und eine Nacht. Oder halt auch mal Tag-Nacht, je nachdem, wenn ich nichts zu tun habe. Und ne, werde ich auch mal ein bisschen mehr zeigen hier wahrscheinlich. Ne, komm, du buddelst mal weiter. Weil wir haben nur ein Brecheisen, das müssen die sich teilen. Wenn die nicht simultan benutzen. Also immer eins nach dem anderen, ne? So, weil sie hat es jetzt nicht frei gehabt, jetzt kann sie es nutzen, weil er fertig ist. Die Fortschritte bleiben übrigens auch, wenn man irgendwas anfängt hier, dann bleibt das bestehen, bis man es weitermacht oder abbricht. Oder halt einfach so lässt, weil abbrechen kann man ja sowieso nicht. Ach man, so viele... Hätte ich vielleicht doch lieber die Schaufel, ne? Es ist einfach... Man hat halt nicht so viel Zeit. Wenn der Zeiger auf Rot ist, dann ist der Tag vorbei und dann kann man nichts mehr machen bis zum nächsten Tag. Ne, ihr versteht. Und... Die Leute haben halt Grundbedürfnisse. Sie wollen essen, sie wollen schlafen, sie brauchen Medikamente, wenn sie krank sind. Da muss man sich halt schon drum kümmern. Wenn man das nicht macht, dann hat man ganz schnell nicht so wirklich lebendige Überlebende. Da sind die nämlich alle ein bisschen tot. Und dann ist das Spiel vorbei. Und ja, so ein Toter ist hier schon sehr, 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 sehr bitter. Das reißt sowas von rein. Dann fehlen einem wieder an allen Ecken Sachen. Man muss aber auch ein Maul weniger stopfen, muss man fairnesshalber sagen. Aber gut. Ich verrate mal nicht zu viel. Ich will jetzt auch nicht zu viel mutmaßen, weil am Ende ist es vielleicht alles viel einfacher und es läuft besser für mich, als ich denke. Das war nämlich beim ersten Mal spielen auch so. Da wurden mir Horror-Stories erzählt und es war gar nicht so wild. Ich bin eigentlich sehr, sehr gut durchgekommen. Kannst du noch irgendwas machen hier? Ja, mit dem Schutthaufen. Mach den, ist egal. Mach irgendwas jetzt. So. Wie gesagt, die Zeit rennt uns ein bisschen davon und wir müssen halt alles per Hand ausbuddeln. Das ist nicht gut. So, okay. Mal auf. Ja, sehr schön. Das ist alles erstmal Zeug. Wie gesagt, ich erkläre es gleich. Zumindest das, was relevant ist. Ah, sehr gut, sie ist fertig. Ich leg mal ein bisschen Feuerholz auf. So. Die Werkbank. Ach, die müsste ich mal verbessern, ne? Ja, kann ich sogar. Sehr, sehr schön. Ja, wenn man die Werkbank verbessert, dann kriegt man mehr Rezepte. Und das ist auch wichtig, weil viele Sachen gibt es eben erst sehr spät. Und die Upgrades sind halt sau teuer.
Ja, das müsste aber hoffentlich noch reichen von der Zeit. Man hat eben bis 7 Uhr Zeit, glaube ich. Oder bis 8. Dann ist der Tag vorbei und dann muss man eben gucken, was nachts noch zu tun ist. Oh, ich habe noch kein Bett gebaut. Shit. Soll ich ein Bett bauen? Nee. Genau das wollte ich. Erstmal die Bretter hier. Erstmal die Löcher zunageln hier im Haus, weil da kommt die Kälte rein und Kälte ist immer schlecht. Los, los, los. Dietrich, ja, schön. Die sind halt ganz gut, wenn man leise sein will. Auch dazu kommen wir halt noch. Oh, schaffst du es noch in der Stunde? Bitte, bitte. Bitte krieg ich das noch fertig, weil wir haben sonst nichts mehr zu tun hier. Aber alles geschafft soweit am ersten Tag. Ja, der erste Tag ist immer so ein bisschen stressig. Da muss man eben ganz schnell diese ganzen Schutthaufen wegkriegen. Je mehr, desto besser. Wenn man alle hat, ist optimal. Ja, es reicht ganz genau. Perfekt, guck mal. 8 Uhr, Tag vorbei. Zack. Super. So, und nachts muss man dann plündern. Oh, der hat 17 Plätze? Okay, er ist stark und kann viel tragen, ist klar, aber 17? Ich meine, bei der ersten Truppe war der Beste bei mir. Das war ein Sprinter, das war Pavel, der hatte 12 Plätze. Und er hat 17. Alles klar. Na gut. Auf jeden Fall kann man sich nachts dann aussuchen, was die Überlebenden tun sollen. Sie können plündern, Wache stehen oder schlafen. Schlafen wäre halt gut, wenn ich ein Bett hätte, habe ich nicht. Ach, Kinder. Oder wir können halt keinen plündern schicken. Aber er muss plündern, weil er hat die meisten Plätze. Und sie ist krank, das heißt, sie wird noch kränker jetzt werden, weil wir haben kein Bett, da muss sie auf dem Boden schlafen. Ich lasse sie mal Wache stehen, beide. Dann werden sie noch müde sein. Geplünderte Tankstelle. Gehen wir dahin. Das war einer der ersten Orte, wo Menschen etwas geplündert hatte. Was? Wo Menschen etwas geplündert hatten, als sie aus der Stadt flohen. Ein paar Stunden lang gab es Waffenstillstand, der eine Evakuierung der Zivilisten im gesamten Gebiet ermöglichen sollte, aber er wurde gebrochen. Viele Menschen starben, doch keine Seite wollte sich für diesen Tag verantworten. Trotz der heftigen Bombardierungen auf das gesamte Viertel ist die Tankstelle noch in einem erstaunlich annehmbaren Zustand. Sie mag ausgeplittert worden sein, aber sie ist sicher noch immer einen Blick wert. Ja, man kann sich hier noch für andere entscheiden. Oh, da kann ich wegen Schnee nicht hin, alles klar. Die Kirche. Vorsicht ist geboten. Ja, das ist immer ein bisschen gefährlich. Es kann nämlich auch sein, dass da andere Überlebende sind und die sind nicht immer freundlich. Deswegen, ja, die Tankstelle. Ich gehe erstmal ohne Sachen hin. Weil meistens muss man sowieso noch ein zweites, drittes Mal hin, weil da, weil da so viel Zeug liegt in den Gebäuden. Sieht so aus, als hätten die Menschen sie leergeräumt, da sie nach dem, was? Nach den Bombardierungen nicht hochgegangen ist. Ja. Achso, die Materialien. Ich erkläre das gleich mal ein bisschen. So, was man immer braucht, sind hier die Bestandteile und Holz. Das ist das Wichtigste. Damit baut man eigentlich alles. So ziemlich. Da gibt es halt noch Medikamente, starke und nicht so starke Zigaretten, Alkohol, das kann man alles handeln. Ja, hier zum Beispiel Kaffee, Kaffeebohnen, da muss man Kaffee kochen draus, Zigaretten, Elektroteile, Waffenteile sind sehr, sehr gut. Die sind nicht nur für Waffen, damit kann man auch Äxte, also doch Waffen und Werkzeuge sozusagen, Sägen, alles kann man da herstellen mit. Das ist super praktisch. Ja, ich habe leider keine Schaufel, deswegen dauert das jetzt ein bisschen. Kannst du aber schon mal umgucken. Es geht noch in den Keller. Das ist ein Gitter. Das Tool habe ich leider nicht. Ja, da muss man nämlich... kann ich jetzt so sagen schon. Da muss man nämlich den Metalltisch upgraden. Den Metallwerkstisch. Und das konnte ich ja nicht. Ich hatte keine Materialien mehr. Deswegen, man muss halt immer wirklich planen. Und ich werde auch dieses Mal besser planen als beim ersten Mal. Ich weiß, da wurde ich ein bisschen geschimpft, weil ich immer so sehr, sehr, sehr planlos war. Ich habe immer drauf losgeplündert und dann habe ich mich tagsüber wieder geärgert, dass ich den Kram nicht zusammen habe, um zu bauen. Ach, ja, das waren schöne Zeiten. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht jeden Sonntag bringen, wie die Mini-Projekte sonst oder wie damals This War of Mine, weil sonst dauert es ewig. Aber je nachdem, wie ich mich anstelle, wird es auch kein sehr, sehr langes Projekt. Ich hoffe halt, ihr seid dabei. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr dazu denkt. Wie findet ihr das Ding? Lasst mir eine Bewertung da, würde mich auch sehr freuen. Und dann schauen wir mal gemeinsam, wie es so läuft, ne? Ja, läuft. Kann auch sein, dass ich das alles vergeige und die Leute alle sterben werden. Das ist natürlich auch möglich. Ja, man hat nur ein Savegame übrigens. Man kann nicht irgendwie quicksaven und sagen, ich probiere jetzt mal was. Nö. Wenn man was falsch macht und tot ist, dann ist der Charakter weg. Er ist einfach weg. Und gerade bei Boris wird es mir sehr wehtun mit seinen 17 Plätzen, du.
Okay, gib was Gutes. Ah, das ist halt... Ja, das sind nette Sachen, aber ich brauche erstmal Werkzeug. Das ist... Das kann ich später mal. Das war nämlich Zucker. Für Alkohol kann man den nehmen. Oh Gott, ich glaube, da war jemand. Ja, diese roten Kreise, das ist wahrscheinlich... Medikamente sind sehr, sehr gut. Die sind super teuer. Die kann man sehr gut handeln. Okay, ist eine Ratte. Alles klar. Komm ich denn hier runter? Das ist eine Leiter. Ah. Ja, wie gesagt, also man kann schon den ganzen Kram jetzt mitnehmen hier, was ich da habe. Da so... Oh, Teddybär, das ist neu. Ein kaputtes Spielzeug. Ja, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, für the little ones. Und ich habe den DLC zwar installiert, aber ich habe keine Kinder drin im Spiel, weil das finde ich dann ein bisschen grausam. Ich wollte mich da nicht drum kümmern. Komm, das reicht. Ich nehme erstmal das Werkzeug mit. Also ich weiß nicht, Kinder, das... Oh, Essen! Ganz viel Essen. Sehr geil. Ich meine, die Fluppe da. Gemüse noch mit. Ja, das ist halt Wasser. Wasser braucht man zum Kochen. Und Zucker braucht man auch wiederum, habe ich ja gesagt, für Alkohol zum Destillieren. Ja, man kann Alkohol destillieren. Kann man auch handeln, aber das ist halt keine sehr beliebte Handelsware. Wie das mit dem Handeln funktioniert, auch dazu kommen wir noch, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir erstmal. Ich hoffe nicht, dass ich eine Überraschung erlebe und irgendwo einer rumsitzt und mich anspringt. Weil ich kann mich halt nicht wehren. Ich habe nur eine Faust. Oh, sehr gut. Die Rädchen brauche ich auch oft. Vielleicht nichts da lassen, aber ich glaube, ich lasse doch nochmal den Zucker da. Das Wasser meine ich. Nehme lieber Teile mit dafür. Vielleicht sogar die Zigaretten nochmal für Holz, ne? Ja, man muss halt echt Abstriche machen, weil ich muss halt echt wirklich viel, viel bauen am Anfang. Wenn ich das nicht mache, dann bringt es mir das nichts, wenn ich diese ganzen... Ah, toll. Diese ganzen schönen Sachen bei mir rumliegen habe. Da kann ich die nicht von essen oder heizen oder Sachen bauen. Dann ist man ganz schnell ganz, ganz arm dran. Also wirklich, ich habe es beim ersten Mal halt, wie gesagt, ganz, ganz schlecht gemacht. Einfach drauf los und... Ne, das will ich dieses Mal nicht mehr. Ich will es so ein bisschen geplanter machen. Das ist kein Mensch da unten, sondern irgendwie Viecher. Ja, es sind Ratten. Gut. Dieser arme Mann wurde von der Bombardierung erfasst. Was wollte er hier? Weiß nicht. Kippen kaufen. Pornoheftchen. Irgend sowas. Was man halt in der Tank gemacht. So. Erstmal die Tür. Können wir jetzt durch. Ja, ich sag ja, es ist so viel Zeug hier. Ich muss auf jeden Fall nochmal her. Und hätte ich jetzt nicht Boris... Ich wahrscheinlich noch ein viertes, fünftes Mal her mit einem anderen Charakter. Aber man muss halt immer bedenken, irgendwann ist auch der Ort hier leer. Ja, und leider stapeln die Sachen auch nicht sehr hoch meistens. Und gerade sowas hier, Holz stapelt zu zweit. Das ist sehr, sehr wenig, Mann. Aber ich lasse mal die Elektroteile, die brauche ich später erst. Mal Holz. Holz ist wichtig. Ich mache halt alles aus Holz. Also Holz ist wichtiger als alles andere. Wahrscheinlich ist es deswegen nur zweifach stapelbar. Ist halt echt doof, ne? Ja, mit Holz. Ja, draußen ist auch keiner. Man kann auch auf der Seite nach Hause. Man will natürlich vor Ablauf der Zeit nach Hause ankommen. Wenn nicht, dann wird es sehr unschön. Soll ich den vielleicht da lassen für die... Ach komm, ich lasse den nochmal da. Das könnte ein Risiko sein. Glaube ich jetzt aber nicht. Ich muss eigentlich auch das Gemüse da lassen, ne? Da kann ich mich auch noch nichts mit anfangen, weil die... Ja, man muss halt essen, aber das ist anfangs nicht so wichtig. Also die verhungern jetzt nicht sofort, die Leute. Es dauert schon ein paar Tage, die werden erst hungrig, dann sehr hungrig, dann... ja, sehr, sehr, sehr hungrig wahrscheinlich, habe ich noch nie so weit gehabt. Und dann wird es bedenklich, aber vorher, ja, hungrig ist eigentlich Standard bei mir. Ich habe die immer hungrig, die Leute. Ich fütter erst, wenn sehr hungrig ist. Gut, Tag 2. Ja. Ich muss halt mal gucken von der Zeit, wie ich es mache in Zukunft. Mache ich immer nur Tag-Nacht. Oder Tag-Nacht, Tag-Nacht. Ich mache halt gerne mal ein bisschen länger. Und die Nacht war ruhig. Sehr schön. Er ist hungrig und müde. Und wir erfahren etwas über Boris. Ich hatte eine wunderschöne Frau, Anna. Wir hatten ein Kind zusammen, einen wundervollen Sohn. Luca war genau wie ich. Er war bloß 7 und schon stärker als alle anderen Kinder. Ich wette, er wäre später ein großer Gewichtheber geworden, wie ich es immer werden wollte. Wenn ich ihn gerettet hätte. Oh, ist echt traurig. Oh, sie ist krank.
müde und... Ah, furchtbar. So, komm mal her, wir bauen erstmal was. Kann ich hier schon... Kann ich upgraden, bitte? Ja, sehr gut, ich kann upgraden. Aber ich brauche ein Bett. Reicht das für ein... Nee, das reicht nicht für ein Bett. So ein Scheiß. Braucht er ein Bett? 7 Holz? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss erstmal ein Bett bauen, das geht nicht anders. Ja, stellen wir hier hin. Jetzt ja wollte ich sein. Also erstmal keine Werkzeuge für mich. So, es gibt einen Trick. Sachen anfangen zu bauen. Dann kann ich mich ein anderer die weiterbauen, weil er braucht weniger Materialien beim Bauen und ja, das übernimmt dann gerade jemand anders für ihn. Weil die Materialien werden verbraucht, sobald er anfängt, das reinzusetzen. Ich werde noch ein Bett machen, aber das ist Quatsch. Ich werde schon mal hier ein Handwerksteil bauen oder ein Herd. Oder ich mach nochmal dicht. Mach ich 8 Holz für? Ach du Scheiße. Ja gut, dann ist aber auch zu, ne? Dann kann ich hier echt ruhigen Gewissens... Ja komm, mach das Boris jetzt mal zu. Ja, ist geschehen. Die ist leicht krank, das heißt, ich gebe ihr gleich die Kräutermedizin. Das ist für leicht und das ist für schwere Krankheit. Wenn man es andersrum versucht zu geben, dann nehmen sie es erst gar nicht. Das ist immerhin ganz gut, da macht man keine Fehler. Aber Brecheisen habe ich ja schon. Dietrich? Nee, brauche ich nicht. Ich brauche eine Schaufel. Was braucht denn... Oh, natürlich braucht die Holz. Ich bin so doof, ne? Ja, Mädchen, du darfst mal schlafen und Pavel... Boris meine ich, darf wohl nicht schlafen, ne? Obwohl der plündern war, aber... Ich meine, wenn sie krank ist, Kranke brauchen halt sehr viel Ruhe hier. Radio. Radio ist ganz praktisch, da erfährt man immer Neuigkeiten, was gerade in der Stadt eine beliebte Handelsware ist oder wenn zum Beispiel jetzt die Friedenstruppen kommen, das hört man aber wirklich nur kurz vor Spielende, wenn man es dann geschafft hat. Das werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal lange nicht hören. Ach Mann. Aber komm, weißt du, du legst dich hin und sie setzt dich erstmal auf den Stuhl, weil du kannst sie auch ein bisschen ausruhen. Ach guck mal, da kannst du einen Schneemann bauen, das ist ja schön, das ist wahrscheinlich für die Kinder gewesen. Ja, das ist mit dem Kind fand ich sehr hart. Man musste mit dem Kind reden. Ich habe das Szenario ja kurz angespielt. Und das hat sehr lange Zeit gekostet. Man musste halt mit dem Vater alles machen. Das ganze Haus verwalten. Man musste nachts losziehen, um zu plündern. Da musste man schlafen. Das Kind kam und wollte halt spielen und wollte reden. Und wenn man das nicht gemacht hat, war das Kind traurig und oh, furchtbar. Das Kind konnte zwar, glaube ich, auch plündern, die Sachen hier. Aber sie konnte nichts herstellen an den Werkbänken. Und sagte sie immer, nee, ich kann das nicht, ich bin ein Kind, haha. Ja, ist halt realistisch, aber... Was hat er? Wenn es so kalt ist, wird man leichter krank. Mädchen, ich kann nichts machen. Ich tue mein Bestes, aber wir haben keine Materialien. Ich weiß auch nicht, ob das so toll ist. Komm, scheiß auf den Schneemann jetzt. Boris, wie sieht's aus? Schläfst noch ein bisschen, ne? Ja. Mach du mal. Oh, er ist fertig. Ausgeschlafen. Dann leg du dich mal ins Bett. Nee, ist er gar nicht. Dann setz dich mal wenigstens hin, Boris. Ist halt Marin der Arbeiter hier. Der muss tagsüber immer machen und sie liegt auf der Pelle und muss erstmal kurieren ein bisschen. Leider kann man auch keine Sachen verwerten. Also wenn ich jetzt hier noch Dietrich im Inventar habe, die kann ich leider nicht ja, zerlegen zu Sachen... Wie jetzt hier, ne? Wie ich jetzt bräuchte. So zurück zu Handwerkssachen. Wie heißen die? Bestandteile. Ja. Kann ich nicht. Okay, es gibt auch nichts mehr zu tun, glaube ich. Außer, dass die Leute jetzt nur noch schlafen. Ja, ich würde sagen, Tag beenden. Ach ja, Kinder. Ein Supermarkt. Was haben wir denn hier? Gefahr. Dieser Laden hat die gesamte Nachbarschaft versorgt, bevor sie zur Kriegszone wurde. Da das Gebiet vom Militär kontrolliert wird, könnte es gefährlich sein, dort einkaufen zu gehen. Es könnte jedoch das Risiko wert sein, denn dort sollen noch viele Sachen übrig sein. Nee, lass mal. Lass ihn auch mal schlafen. Man muss halt auf dem Bett schlafen. Auf dem Stuhl schlafen, das kann man nämlich auch. Oder auf dem Boden. Dann schläft er wahrscheinlich total beschissen. Komm, wir gehen nochmal zur Tankstelle. Da gab es noch so viel. Ich muss das einfach holen mit Boris, geht nicht anders. Ja. Bevor ich mich jetzt irgendwo hinbegebe, wo Gefahr ist oder wo man im besten Fall halt gar nichts kriegt. Im schlimmsten Fall, meine ich.
kann auch passieren, dass man da gar nicht erst hinkommt. Dass dann irgendwie lauter Schuttberge sind und ich habe keine Zeit, um die alle auszubuddeln, weil ich ja auch halt keine Schaufel habe. Das ist dumm. Ja, das Zeug hier, das ist halt alles ganz nett. Also hier, das ist halt Zucker für Alkoholherstellung, Kräuter, damit kann ich Zigaretten drehen oder Medizin machen, Kräutermedizin. Und hier Düngemittel ist eben, ja, als Köder für Kleintierfallen oder für Gemüse, wenn ich mir einen Gemüsegarten anpflanze, aber das mache ich nicht. Gemüsegärten finde ich unnötig. Und die Fallen kann ich bauen, weil Fleisch reicht auch, wenn man jeden Tag Fleisch isst hier. Ja, komm, das ist halt alles wieder... Oh. Keine Materialien. Gib mir Materialien. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt nur Ratten sind, weil es kann sich übrigens auch von Nacht zu Nacht ändern, die Ereignisse hier. Kann halt sein, dass da auf einmal zwei bewaffnete Militärs hinter der Tür stehen und mich abknallen, wenn ich da einfach reinrenne. Sagen die halt auch, halt, wer ist da? Bam, bam, bam. Weil, ja, man erschreckt sie halt und dann reagieren sie einfach. Andererseits würden die auch so schießen wahrscheinlich, weil das Militär ist hier echt nicht nett. Da gibt es noch ein paar Sachen, ich sag euch, das ist furchtbar. Aber leider wahrscheinlich auch Realität. So ist es nun mal. So. Mehr Holz, ne? Ja, Teddy muss ich da lassen. Ich brauche Holz. Ja, den Mist, den brauche ich eigentlich gar nicht, weil das ist halt alles schon ganz nett, wenn man es hat, aber man sollte wirklich erstmal nur mitnehmen, was man dringend braucht, was man zum Herstellen braucht. So zählt das nicht. Der Kaffee nicht, die Zigaretten, ja, ich weiß nicht. Das Wasser ist eigentlich zum Kochen da, aber nimm doch mal die Zigaretten, die kann man echt gut handeln eigentlich. Die sind immer ein bisschen beliebt. Fleisch mich aber auch noch genug, oder? Weiß gar nicht. Weil alles, was jetzt nur einen Stapel hat, ist echt total verschwendet. Also nur einmal auf dem Stapel liegt. Warte, Gott, bitte, bitte keine Ratten. Ja, okay. Nur kleine Rattis. Gemüse. Ja. Ach, die ist von der anderen Seite. Oh, wow. Da sitzt ja doch einer. Ignoriere mich einfach. Ich habe mich um einen alten Freund gekümmert. Oh. Wer denn da? Auf dem frischen Grab liegt eine sorgsam gefaltete kleine Origami-Blume und die ID eines Mannes namens Milosch. Oh Mann. Das ist traurig. Aber so ist der Krieg. Das ist nicht fröhlich, ne? Oh, Verbandszeug. Das ist auf jeden Fall wertvoll. Komm mit. Das ich halt schon selbst, ne? Hey, geh doch hier. Ich kann die Tür aufboxen, weil komme ich das später schneller durch. Ja, ich brauche unbedingt das Werkzeug für hier unten, sonst komme ich da nicht weit. Hier, das Gitter. Geht nicht anders. Na gut, aber ich werde dann jetzt auch abhauen, weil wir haben eigentlich nichts mehr, was wir noch groß machen können, oder? Was ist denn hier noch? Unter dem Tisch ist eine Nachricht, nicht wirklich versteckt, aber sie könnte leicht übersehen werden. Der Handschrift nach zu urteilen ist sie von einer Frau geschrieben worden, in aller Eile. Milosch, es tut mir wirklich leid. Es geht nicht weiter runter. Ich konnte nicht länger warten, ich habe etwas Schmuck in den Büchern versteckt. Such im Keller nach ihm, in den Kartons hinter der verriegelten Tür. Benutz ihn, bleib am Leben, bitte. Gott beschütze dich, es tut mir leid. Oh, das ist gemein, soll ich ihm das sagen? Der ist schon weg. Ja, Milosch, sieh mal. Ja. Milosch ist tot. Dann wird er das nicht mehr brauchen. Aber Schmuck ist auch eine gute Handelsware, warum auch immer. Wir kommen nicht rein. Ja gut, dann hau ich ab. Ja, dann hau ich ab. Dann müssen wir das morgen versuchen. Ach, Kinder, das ist halt... Man kriegt nie das, was man braucht. Und wenn man es hat, dann braucht man es für was anderes meistens. Deswegen... Ah, ich muss versuchen, dass ich das irgendwie strukturiert auf die Reihe kriege. Leute, ich danke euch auf jeden Fall schon mal. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr es kennt oder wenn ihr es nicht kennt, was ihr davon haltet. Oder wenn ihr es kennt, was ihr davon haltet, dass ich es nochmal spiele, weil ich habe echt Lust drauf.
ist eigentlich ein schönes Ding. Nun gut, Feedback in die Kommentare, lasst mir gerne eine Bewertung da und wir sehen uns wieder zu This War of Mine.